Irgendwer hat meine Schlüssel irgendwo hingelegt. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Hallo, meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute schauen wir uns irgend an. Irgend bedeutet, ich weiß es nicht genau. Es ist mir nicht ganz klar. Wir können irgend auf zwei Arten benutzen. Einmal ganz ohne Nomen und einmal als Artikel. Wenn wir irgend ohne Nomen benutzen, können wir fünf Kategorien festmachen. Kategorie Nummer 1 ist für Personen. Da haben wir irgendjemand und irgendwer. Irgendjemand und irgendwer ist das Gleiche. Wir können es absolut äquivalent, also austauschbar, benutzen. Irgendjemand oder irgendwer benutzen wir für eine generelle Person. Ich weiß nicht, ob diese Person maskulin oder feminin oder neutrum ist. Ich weiß nur, dass es eine Person ist. Dann sage ich irgendjemand oder irgendwer. Nun haben wir also irgendjemand, irgendwer, dann die Geschlechter. Irgendeiner, maskulin, irgendeine, feminin und irgendeins, neutrum. Und zum Schluss Plural, irgendwelche. Für Sachen, die Kategorie 2, haben wir irgendwas bzw. irgendetwas, das ist das Gleiche. Dann irgendeins. Und noch einmal irgendwelche. Welche Schuhe soll ich denn heute anziehen? Die roten oder die blauen oder meine schwarzen? Och, ist doch egal. Irgendwelche. In der dritten Kategorie haben wir irgend für Orte. Irgendwo, irgendwoher, irgendwohin. Wo kommt der denn jetzt her? Keine Ahnung. Irgendwoher. Wir wollen eine Weltreise machen. Irgendwohin. Hauptsache ins Warme. Die vierte Kategorie ist die Zeit. Irgendwann. Irgendwann ist dann auch wieder Weihnachten und der Jahreswechsel steht an. Und die Kategorie Nummer 5 ist die Kategorie für Methoden. Irgendwie. Irgendwie finde ich das Ganze hier sehr unterhaltsam. Bleibt dran, am Ende des Videos wartet noch eine Aufgabe auf euch. Kommen wir zum zweiten Teil. Irgend als Artikel, Vornomen. Wir benutzen im Prinzip die indefiniten Artikel. Wir haben Nominativ, Akkusativ, Dativ, dann Maskulin, Feminin, Neutrum. Beispiel Dativ, Maskulin, einem. Mann lese ich das Buch vor. Ich lese das Buch irgendeinem Mann vor. Oder als anderes Beispiel Neutrum Akkusativ. Ich sehe ein Kind. Ich sehe irgendein Kind. Problematisch wird die Sache im Plural. Der Plural Indefinitartikel ist der Nullartikel. Und der Indefinitartikel sind dann irgendwelche. Das heißt, im Nominativ sagen wir dann irgendwelche Schuhe, im Akkusativ auch. Entscheide dich bitte für irgendwelche Schuhe. Im Dativ dann, ich träume von irgendwelchen Dingen. Aber im Genitiv dann, ich habe Angst wegen irgendwelcher Leute. Und nun seid ihr wieder dran. Wir machen den Test. Ich sage euch insgesamt 7 Sätze und ihr müsst das irgend an die richtige Position setzen. Los geht's mit dem ersten. Können wir das Problem heute lösen? Können wir das Problem heute irgendwie lösen? Nummer 2. Er kommt zu mir ins Büro. Er kommt irgendwann zu mir ins Büro. Satz Nummer 3. Ich mache spontan einfach 2 Wochen Urlaub.
Ich mache spontan einfach 2 Wochen irgendwo Urlaub. Nummer 4. Hast du für die Nachbarin im Garten gegrillt? Hast du irgendwas für die Nachbarin im Garten gegrillt? Nummer 5. Die Katze hat das Fleisch heute Morgen gestohlen. Die Katze hat das Fleisch heute Morgen irgendwo gestohlen. Nummer 6. Du musst dich unbedingt bei deiner Lehrerin entschuldigen. Du musst dich irgendwann unbedingt bei deiner Lehrerin entschuldigen. Und Nummer 7. Ich habe mich schon den ganzen Tag komisch gefühlt. Ich habe mich irgendwie schon den ganzen Tag komisch gefühlt. Habt ihr immer die richtige Position getroffen? Das war's mit dem heutigen Video. Mein lieber Gruß geht an Jan Litschki oder Gian Litschki. Abonniert unbedingt diesen Kanal von mir. Das ist mein Familienkanal. Wir bereiten uns auf eine große Reise vor. Und dann empfehle ich euch noch dieses Video oder dieses. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem dieser beiden Videos gleich wiedersehen. Bis dann. Tschüss.